Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Jeder Mensch hat das Recht, seinen Glauben frei zu wählen, zu wechseln und öffentlich zu bezeugen. So ist es vor 72 Jahren in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgehalten worden. Leider funktioniert das in der Praxis nicht immer. Grüezi und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Glaubensfreiheit ist ein Menschenrecht. Und trotzdem werden bis heute Millionen von Menschen unterdrückt und diskriminiert, weil sie nicht so glauben, wie es die Mehrheit oder die Regierung von ihrem Land gern hat. Haben Sie gewusst, dass die weltweit grösste Gruppe von verfolgten Minderheiten Christen sind? Indien und China sind zwei von diesen Ländern, wo die Verfolgung in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Und eine Gruppe von Nationalräten setzt sich ein, um verfolgten Christen zu helfen. Tabrina Bet-Tamras ist als aramäische Christin im Iran aufgewachsen. Wegen ihrem Glauben wird sie dort verfolgt und so flüchtet sie vor 10 Jahren über Umweg in die Schweiz. Die damals 24-Jährige schaut in eine ungewisse Zukunft und weiss nicht, ob sie ihre Familie und Freunde je wieder sieht. Die ersten 2 Jahre bin ich oft aufgestanden und habe gedacht, das ist nicht wahr. Ich bin nicht da. Ich bin sicher im Iran, ich bin daheim, in meinem eigenen Bett. Das ist einfach ein schlechter Traum. Ich habe meine Koffer nicht ganz ausgepackt. Ich wollte alles im Koffer ready haben, damit kann ich wieder so schnell wie möglich nach Hause gehen. Am schwierigsten ist gesehen, dass ich einfach die Realität akzeptiere, dass ich nicht mehr zurück kann. Daheim Iran. Nach der schwierigen Anfangszeit hat sich Tabrina mittlerweile eingelebt. Sie arbeitet als Pastorin in einer Gemeinde und lernt die guten Seiten der Schweiz kennen. Leben in der Schweiz ist wirklich schön. Ich glaube, Schweiz ist einfach ein Bild aufs Land. Hat so schöne Berge und die Natur ist mega schön. Aber ich liebe auch meine Freiheit. Dass ich einfach frei leben ohne Kleidervorschriften. Ich muss nicht Kopftuch tragen, dass ich bin frei mit dem Glauben so leben, wie ich will. Ich bin frei reisen, ich bin auch sicher. Ich weiß, dass ich muss da nicht Angst haben von der Polizei. Im Iran wächst Tabrina in einer aramäisch-christlichen Familie auf und bekommt das schon früh zu spüren. Die Schule vor allem am Anfang an wurde ich schon diskriminiert wegen meinem Glauben. Weil ich Christ war, hat kein Muslim neben mir sitzen. Weil ich Christ war, hat niemand von der gleichen Becher, den ich Wasser getrunken habe, das Wasser trinken. Ich mag mich sogar erinnern, eine Lehrerin hat die Becher gebrochen, weil ich von dieser Becher Wasser getrunken habe. Und sie hat gemeint, oh nein, da, also von dem kann man dann nur mehr waschen und nur mehr nutzen. Und dann sollte man es einfach das wegschmeißen. Dabrinas Vater war Pastor einer großen Gemeinde in Teheran. Im Jahr 2009 unter Präsident Ahmadinejad wird die Situation für die aramäische Kirche schwieriger. Sie dürfen keine Gottesdienste mehr in der Landessprache Persisch halten. Die Regierung hat extrem viel Druck auf uns gesetzt. Sie können auswählen, entweder behalten die Kirche nur für die Aramäer oder den Schlüssel abgeben. Wir haben gebetet. Wir haben Gott gefragt, was sollen wir jetzt? Und ja, von Gott haben wir auch erfahren, eine Kirche ist nicht Gebäude, eine Kirche ist nicht Stein, sondern Kirche sind Menschen. Menschen werden wir nie abgeben. Wir können nicht unseren Glauben abgeben. Und so haben wir entschieden, wir geben lieber Schlüssel ab. Eine Kirche auf persischer Sprache ist legal gesehen. Aktivität im Iran ist legal gesehen. Unser Glaube in der Kirche leben, es ist nicht etwas illegal. Aber das Christentum ist gewachsen. Es sind enorm viele Muslime zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Viele Menschen haben ihn einfach selber erlebt, wurden geheilt, einfach befreit von ihrer Vergangenheit. Die haben ihn kennengelernt und so sind sie in die Kirche gekommen. Und klar, das hat die Regierung nicht gern gehabt.
Dabrina und ihren Eltern wird vorgeworfen, gegen die Sicherheit des Staates zu agieren. Ich wurde verhaftet und oft verhört. Nach einem Jahr Verhaftung und Verhörungen eigentlich der Regierung hat gesagt, dass ich muss im Gefängnis 5 Jahre lang. Ich muss ein Gericht gehen und mich selber vertreten von dem Gericht. Und die schlimmsten Verhörungen sind im Gefängnis selber, wenn vor allem man hört, wie die Regierung dort andere Leute foltert. Und es ist sehr viel psychischer Terror. Man nennt das White Torture. Damit konnte mich Angst machen. Ich war 22, 23. Dann hatte ich Angst, dass sie an mich so foltern werden. Das wird auch mit mir passieren. Ich habe nichts falsch gemacht. Und das hat mir Kraft gegeben, weil ich wusste, ich bin recht. Egal was passiert, Gott ist mit mir, Jesus ist mit mir. Und ich habe auch viele Bilder gesehen, ich habe auch Visionen gesehen. Ich habe gesehen, wie Menschen für mich beten, die haben mich nicht gekannt. Und dann habe ich gewusst, dass ja, es gibt Menschen, die gerade jetzt für mich beten. Bevor der Prozess beginnen kann, gelingt es Dabrina, in die Schweiz zu fliehen. Mein Name ist Dabrina Betamras. Ich bin Iranerin. Die iranischen Behörden überfielen das Haus meiner Familie an einer Weihnachtsfeier im Jahr 2014. Heute legt mein Vater, Pastor Viktor Betamras, Berufung gegen eine 10-jährige Haftstrafe ein. Mein Bruder hatte am 18. Juni eine Anhörung vor dem Revolutionsgericht in Teheran. Meine Mutter, Shamiram Isavi, legt Rekurs gegen eine 5-jährige Haftstrafe ein. Heute macht sich Dabrina stark für die Religionsfreiheit in ihrer Heimat und kann vor dem Menschenrechtsrat der UNO in Genf sprechen. Vor dem Gebäude trifft sie den Libanesen Wissam al-Salibi. Er ist Delegierter der weltweiten evangelischen Allianz bei der UNO. Wir sprechen mit den lokalen christlichen Kirchen und versuchen, deren Anliegen hier anzusprechen. Wir haben an die iranische Regierung appelliert, die Verfolgung von Christen und christlichen Konvertiten zu stoppen. Ich hatte ein sehr respektvolles Gespräch mit einem iranischen Diplomaten. Ich sagte ihm, dass wir diese Probleme vor den Rat bringen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, was wir hier machen. So machen wir das in jedem Land. Wir erklären Ihnen, welche Anliegen wir hier vorbringen. Die Arbeit der Evangelischen Allianz bringt das Thema Christenverfolgung an die Öffentlichkeit. Doch die Wirkung hält sich in Grenzen. Der Iran ändert seine Haltung nicht. Im Gegenteil. Iran hat auch reagiert. Sie haben auch gegen mich einen Clip gemacht, dass ich ein Leugner bin, dass was ich erzähle, ist nicht Wahrheit, dass Iran eigentlich Christen sind frei und sie können ihren Glauben in Freiheit leben. Sie haben auch verschiedene Plakate gemacht, ja, dass ich ein Zionist bin, dass ich für Israel arbeite oder ich bin ein Spion. Und ich arbeite gegen nationale Sicherheit vom Iran. Und so habe ich, und das finde ich eigentlich eine positive Reaktion. Das zeigt uns, dass Iran hat sich interessiert, dass sie nehmen das ernst, dass sie sehen es und sie müssen reagieren und sich verteidigen. Trump was there. And then the Brambach. Für mich ist wichtig, dass ich auch aufstehe. Nicht für mich selber, sondern wirklich für die Menschen, die jetzt gerade, wir haben über 100 Leute, die im Gefängnis sind. Menschen, die niemand von denen etwas weiß. Aber die stehen oder sitzen jetzt im Gefängnis wegen ihrem Glauben. Und ich darf das nutzen, was ich kann, im freien Land, und meine Stimme erheben für sie. Dabrina trifft einen alten Bekannten aus ihrer Kirche in Teheran. Er wartet in Genf auf den Entscheid zu seinem Asylgesuch. Reza stammt aus einer muslimischen Familie und wurde Christ. Zweimal musste er dafür ins Gefängnis gehen.
Wir haben uns in unseren Häusern zum Gottesdienst getroffen. 2014 wurde ich bei einer Weihnachtsfeier im Haus meines Pastors festgenommen. Mir wurde vorgeworfen, dass ich die nationale Sicherheit gefährde und Propaganda betreibe, indem ich Muslime zum Christentum bekehre. Das war das Hauptproblem. Für mich ist es mega schön, dass er da ist, dass er ein freies Land ist. Es tut wirklich weh, zu sehen, dass sie nicht im Iran ihren Glauben frei leben können. Sie müssen fliehen, obwohl sie das nicht wollen. Dabrina erinnert sich, was ihr selbst diese Freiheiten bedeuteten, als sie in die Schweiz kam. Ich konnte in die Kirche gehen, hatte ich Tränen im Auge. Einfach, dass ich hier da vom Sonntagmorgen aufstehe, freiwillig in der Kirche. Und niemand kommt mir nach. Es gibt keine Spione in der Gemeinde. Es steht kein Polizeiauto vor der Kirche. Oder es steht gar keine Polizei an der Kirchentour, die dich kontrolliert, bevor du reingehst. Doch auch alle Freiheiten können den Schmerz nicht wettmachen, dass sie wohl nie mehr in die Heimat zurückkehren kann. Wenn heute eine Möglichkeit wird geben, dass ich ein Ticket kaufen und nach Iran gehen, dann gehe ich jetzt gerade. Ich glaube, ich habe auch Berufung im Iran. Die Menschen im Iran liegen auf mein Herz. Es ist einfach wieder den Kindern dienen, wieder die Menschen dienen, das liegt sehr gross auf mein Herz. Doch, ich werde sicher zurückgehen. Mich beeindruckt, wie sich Dabrina für die Glaubensfreiheit von ihrem Volk einsetzt. Und das ist heute nötiger denn je. Ein Überblick über die aktuelle Situation der verfolgten Christen gibt der sogenannte Weltverfolgungsindex von Open Doors. In vielen Ländern hat sich die Situation in den letzten Jahren zugespitzt. Diskriminierung, Drohungen, Angriffe auf Kirchen, Überwachung, Mord. Die Bandbreite der Verfolgung von Christen und anderen religiösen Minderheiten ist groß. Jedes Jahr erstellt die weltweit tätige Hilfsorganisation Open Doors den sogenannten Weltverfolgungsindex, eine Rangliste der Länder, in denen Christen besonders hart verfolgt werden. Philippe Fonjala ist Leiter des Schweizer Zweigs von Open Doors. Er erklärt, was es mit dem Index auf sich hat. Das Weltverfolgungsindex ist nicht nur eine kleine Analyse, das ist wirklich eine tiefe Analyse der Situation in den verschiedenen Regionen und Ländern. Wir arbeiten mit externen Experten, auch internen Experten vor Ort, aber auch auf internationaler Ebene, die uns mit Fakten, mit Analysen und so weiter die Situation in den verschiedenen Ländern aufzeigen, präsentieren. Der Index zeigt, dass sich die Situation der Christen in vielen Regionen verschlechtert. Man schätzt, dass heute 260 Millionen Christen in etwa 70 Ländern wegen ihres Glaubens unter Druck stehen. Fonjala nennt ein Beispiel der letzten Jahre. In Indien ist die Situation immer schwieriger, seitdem in 2014 der Premierminister Modi an die Regierung gekommen ist. Weil er ist Leader von einer nationalistischen hinduischen Partei, der predigt, dass Indien sollte nur für Hinduisten da sein. Also, anders gesagt, die Minderheiten in Indien sind gesehen als Leute, die nicht zu Indien gehören. Und es wurde sehr klar formuliert, von den Nationalisten in Indien, dass sie wollen die Muslimen, sie wollen die Christen weg von diese, vom Land, von Indien haben. Als mein Vater herausfand, dass ich an Jesus Christus glaube, wurde er sehr wütend und hat mich verprügelt. Es war unmöglich, zu Hause den Glauben offen auszuleben. Ich musste mitten in der Nacht aufstehen, um die Bibel zu lesen und zu beten. Es war wirklich schwierig in meinem eigenen Haus. Eigentlich bin ich als Hindu geboren und erzogen worden und ging in den Tempel, um die Götter anzubeten. Als ich aber selbst angefangen habe, in der Bibel zu lesen, hat Gott mein Herz berührt und ich erkannte, dies ist die Wahrheit.
Mein Vater begriff, dass ich Jesus nicht aufgebe und stellte mich vor die Wahl. Entweder du verlässt Jesus oder du verlässt unser Haus. Ich entschied mich, das Elternhaus zu verlassen, auch wenn es kein Zurück mehr gibt. Ravi und seine Frau Veena leben in einem ländlichen Dorf im Norden Indiens, wo sie mit der zunehmenden Aggression konfrontiert sind. Ravi ist Mitarbeiter einer christlichen Hilfsorganisation, die Heiner Henny seit 33 Jahren unterstützt. Heiner ist in Liestal als Unternehmer tätig. Ich habe als Kind schon, als ich einige Bilder gesehen habe, wie in Indien Leute schwer arbeiten müssen, wie sie arm sind. Dann habe ich dann schon gedacht, dass ich später im Leben, wenn ich Gelegenheit hätte, dann möchte ich gerne helfen. Ich war 1987 das erste Mal in Indien und das hat mich sehr bewegt. Auch als ich gesehen habe, die Slums in Bombay, in Calcutta, das war so ein Elend, und ich nie gedacht habe, dass es auf der Welt so etwas existiert. In diesen Slums, wo Tausende von Ratten hatten und die Ratten Kinder angefressen haben, die Ratten die Sterbenden angefressen haben. Ich hatte dann eigentlich am Anfang fast wie eine Depression gehabt, habe dann einfach gesehen, das ist mein Auftrag. Heiner Henny baute daraufhin das Kinderhilfswerk Intermission, welches Schulen und Bildungsprojekte in Bihar unterstützt. Bihar ist einer der ärmsten Bundesstaaten in Indien. Heiner bespricht sich mit Philipp Bayala, seinem Partner. Die Schulsituation ist Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre katastrophal gewesen. In Bihar sind über 80% der Frauen Analphabeten gewesen, obwohl es schon seit 50 Jahren Schulpflicht war. Und wir haben mit 100 Primarschulen, etwa 10 Secondary School, also Sekundarschulen, und etwa 6 Gymnasien mit insgesamt 25'000 Kindern haben wir bauen. Unser Ziel war immer, dass Hilfe zur Selbsthilfe ist, dass die Schulen nachher selbsttragend sind, vor allem bei den Gymnasien. Obwohl die indischen Christen viel Soziales leisten, werden sie oft von hinduistischen Organisationen vertrieben oder mit Gewalt eingeschüchtert. Heute steht Mutter Teresa eigentlich in einem grossen Ansehen in Indien, aber wo sie dort angefangen hat, ist sie verfolgt worden. Sie und ihre Schwestern sind mit Stein beworfen worden, weil reiche Hindus der Meinung sind, dass sie das berechtigte Schicksal von diesen Bettlern. Und wenn sie auf der Straße sterben, dann soll man ihnen nicht helfen, weil sie eben ein Karma haben. Das heisst, ihre Verdienste vom früheren Leben haben sie zu dem verurteilt. Sie hat eigentlich sehr geholfen, dass der Gedanke der Barmherzigkeit generell in Indien mehr Fuß gefasst hat. Hallo, Joseph. Nice to meet you. Seit 2 Jahren betreut Mariosch Joseph Mitarbeiter in Indien, die wegen ihres Glaubens Gewalt erleben. Betroffene bekommen rechtliche und finanzielle Hilfe. Heiner Henny erkundigt sich über die aktuelle Lage. In fact, in our constitution says that the Indian Grundsätzlich ist in unserer Verfassung bestimmt, dass unser Staat säkular ist. Eins der grundlegenden Rechte in Artikel 25 ist die freie Ausübung von jeder Religion. Diese Freiheit ist in der Verfassung gegeben, aber wird uns jetzt in der Realität weggenommen. Die Regierung ist sehr aktiv dabei, ein Gesetz in ganz Indien einzuführen, welches den Glaubenswechsel weg vom Hinduismus verbietet. Außerdem wollen sie den Begriff Säkularismus in unserer Verfassung streichen. Ravi und Veena wurden dieses Jahr im August zum Gebet bei Freunden eingeladen. Plötzlich versammelt sich ein Mob vor ihrem Haus, von einer hinduistischen Organisation angeführt. »400 bis 500 Leute versammelten sich vor dem Haus. Die Menge schlug so lange gegen die Tür, bis sie nachgab. Sie brachten mich auf die Straße und schlugen mich mit Stöcken und mit Schuhen. Es wurde so heftig auf mich eingeschlagen, dass mir meine Frau zu Hilfe kommen wollte. Da wurde sie auch geschlagen. Der Mob wurde immer größer und umzingelte uns von allen Seiten. Sie forderten mich auf, sofort zum hinduistischen Tempel zu kommen und mich vor ihren Göttern zu beugen. Sie bedrängten mich, zum Hinduismus zu konvertieren. Ich antwortete, dass ich dies nicht tun werde. Lieber würde ich sterben. Da wurden sie noch wütender. Während auf mich eingeschlagen wurde, spürte ich gar keine Schmerzen.
Ich fühlte eine göttliche Präsenz und wusste, Jesus hilft mir. Erst später realisierte ich die starken Verletzungen. Vor allem mein Brustkorb schmerzte sehr. Endlich kam die Polizei. Zuerst war ich erleichtert, aber dann hörte ich die schockierende Aussage: Wieso habt ihr sie nicht gleich umgebracht? Während ich von der Polizei verhört wurde, sagte ich: Ihr behandelt mich wie einen Mörder, obwohl ich nichts verbrochen habe. Die Polizei hat keinen juristischen Grund zur Festnahme, sodass sie Ravi und Vina wieder entlassen müssen. Doch zuvor sei ihnen verboten worden, über den christlichen Glauben zu sprechen. Als wir an diesem Abend nach Hause kamen, konnten wir nicht schlafen und essen, weil uns starke Schmerzen plagten. Am nächsten Morgen gingen wir ins Spital und es stellte sich heraus, dass ich einen Bruch hatte. Wir wurden in dieser Zeit getröstet, indem wir uns erinnerten, was Jesus erlitt, als er am Kreuz für uns starb. Dort hat er für seine Verfolger gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dies hat mir Kraft gegeben, diesen Leuten auch zu vergeben. Bis heute hat Ravi Schmerzen in seiner Brust. Auf der Straße und beim Einkaufen werden sie immer noch öffentlich beschimpft. Ravi und Vina sind keine Einzelfälle. Marios Joseph berichtet über die Zunahme der Übergriffe. Die Statistik sagt, dass bis 2014 insgesamt 2000 Fälle von Verfolgung dokumentiert worden sind. Nun sind es 2500 Fälle pro Jahr. Diese Zahl ist wirklich alarmierend hochgestiegen. Vieles im Bereich Bildung und Gesundheit wurde von Christen in Indien aufgebaut. Sie sind ein großer Segen für das Land, aber werden gleichzeitig missverstanden. Etwas Ähnliches sehen wir sogar in der Bibel bei Jesus. Die Menschen dachten, er wäre ein politischer Machthaber, der das damalige Römische Reich übernimmt. Ein ähnliches Missverständnis erleben wir heute. Traditionell eingeschränkt ist die Religionsfreiheit in China. Doch in den letzten Jahren verstärkt die Regierung auch hier den Druck auf religiöse Minderheiten. Jugendliche und Kinder dürfen Kirchen nicht betreten. Kreuze werden von Gebäuden entfernt. Auch bisher anerkannte Kirchen werden geschlossen. Mit den modernen Möglichkeiten digitaler Überwachung und künstlicher Intelligenz versucht die Regierung, die Kontrolle noch rigoroser umzusetzen. Die chinesische Regierung möchte das Volk unter Kontrolle haben. Sie möchten ihre Macht behalten in China. Und die Regierung, kann man sagen, hat Angst von Christen, wie von anderen Minderheiten. Aber von Christen, das ist ganz klar, weil man schätzt jetzt, dass Christen ungefähr 100 Millionen sind in China. Was ungefähr dasselbe ist als der Anzahl Mitglieder von kommunistischen Parteien. Aber es gibt auch Kameras in den Kirchen, um zu kontrollieren, wer kommt, was gesagt wird in den Kirchen, ist etwas gegen die Regierung gesagt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Mittel, um natürlich immer mehr Druck zu tun auf die Christen in China. Die meisten Kirchen in China sind unregistrierte Hauskirchen, die aber durchaus hunderte Mitglieder haben können. Gottesdienste dürfen nur noch in offiziellen Kirchengebäuden stattfinden. Je größer die Gemeinde, umso wahrscheinlicher, dass sie in das Visier der Behörden gerät. Mehr als 20 Mal wurde ich zur Polizei bestellt. Jedes Mal, wenn sie uns anrufen, wird von uns erwartet, dass wir alles stehen und liegen lassen und sofort kommen. Ich habe persönlich einige wirklich schwierige Zeiten erlebt und sie bedrohen mich immer wieder. Nachdem die neuen Vorschriften in Kraft getreten waren, hörten wir immer wieder, dass irgendwo eine Kirche geschlossen wurde. Das passierte so häufig, dass wir uns genötigt fühlten, unseren Gottesdienst in kleine Gruppen von 7 oder 8 Personen aufzuteilen.
Einige bekamen so viel Angst, dass sie nicht mehr zum Sonntagsgottesdienst kommen wollten. Wir treffen uns nur noch ab und zu als ganze Gemeinde, um das Abendmahl zu feiern. Das ist für uns alle eine kostbare Zeit. Die Berichte von Open Doors zeigen, dass Religionsfreiheit auch heute nicht selbstverständlich ist. In der Schweiz ist sie in der Verfassung verankert. Philippe Fonjala sieht darum die Schweiz in der Pflicht. Ich möchte erstens sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass die Schweiz sich regelmäßig engagiert und dieses Thema thematisiert, wenn sie internationale Kontakte, bilaterale Kontakte mit Regierungen haben. Und ich glaube, dass die Schweiz wirklich versucht, hier das nicht zu unterdrücken. Aber natürlich, wir denken, dass es noch besser, dass die Schweiz noch mehr Einfluss nehmen könnte in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel in Genf gibt es den Menschenrechtskonzil und wir denken, dass die Schweiz könnte da noch mehr aktiv sein. Im Bundeshaus hat sich eine Gruppe von Nationalräten zusammengefunden, die auf eigene Initiative verfolgte Christen unterstützen wollen. Also vor 5-6 Jahren ist eine Person von aussen auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob man hier in diesem Haus, im Bundeshaus, nicht etwas für verfolgte Christen könnte machen. Und so haben wir nachher die Gruppe aufbauen, dass aus allen Bundesratsparteien, wie auch von der EDU und EVP-Vertretungen dabei sind. Mit der Unterstützung des Hilfswerks HMK, Hilfe für Mensch und Kirche, schreiben die Parlamentarier Briefe an ausländische Botschaften und Regierungen, um inhaftierten Christen zu helfen. Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig und auch bemerkenswert, wie wir mit relativ wenig Zeit und mit einer Unterschrift schon einiges haben können bewegen, dass Menschen haben können aus den Gefängnis entlassen werden, dass wir ihnen einen grossen Dienst können erweisen, wo man vielleicht selber gar nicht nachvollziehen kann, was das heisst. Wir kommen zusammen in dieser Gruppe, wir besprechen es, wir werden informiert, wir unterzeichnen miteinander ein Schreiben und es hat so eine grosse Wirkung. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir uns einsetzen für die Christen auf dieser Welt, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Ich finde, es ist eine Pflicht von uns, die in einem Land leben, das so viele Freiheiten hat, das, was wir können, dazu beitragen können, denen zu helfen. Persönlich glaube ich, dass das eine wichtige Errungenschaft ist, dass wir die Religionsfreiheit haben können als Grundrecht manifestieren, sowohl in unserer Verfassung wie auch in internationalen Konventionen. Und ich glaube, die Aufgabe jetzt ist, in dieser Zeit, wo vieles in Frage gestellt wird von Grundrechtsdimensionen, dass wir auch diese Frage immer wieder ins Zentrum setzen. Das Christentum hat seinen Ursprung im Nahen Osten. Doch genau dort könnte es schon bald verschwunden sein. Der Fotoband «Bedrohtes Refugium» zeigt mit eindrücklichen Bildern das Leben der Christen in diesen Gebieten. 5 so Bücher verlosen wir heute. Alles, was Sie machen, schreiben Sie uns mit dem Stichwort «Verfolgte Christen» bis am nächsten Donnerstag. In einer Woche trifft Rudi Osoran einen Mentalcoach, der Eishockey-Profis zu Höchstleistungen verhilft. Und in 2 Wochen stelle ich Ihnen ein Ehepaar vor, das trotz Schicksalsschlägen und Drogensucht nie aufgegeben hat. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Auf Wiedersehen und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch